Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Melanie und ich begrüße dich ganz, ganz, ganz herzlich heute zum dritten Tag unserer Xerschow-Woche. Und bevor ich anfange, muss ich jetzt echt mal ein großes Danke da lassen. Es gibt hier so ein paar Leute, die kommentieren so fleißig unter meinen Videos und es macht so Spaß, mit euch zu schreiben, wirklich. Obwohl wir so noch so eine kleine Community sind. Also echt, ich wenn sehe, okay, wieder was gekommen, Kommentar unter Video so und so. Ich freue mich echt richtig drüber. Also macht bitte weiter. Und ja, und das mir jetzt auffällt, der Kanal Centastic, ich verlinke ihn auch unten mal, der kommentiert auch immer voll fleißig. Und der hat selber, also die beiden Mädels, die beiden jungen Frauen, haben selber einen Parfümkanal. Der ist super, der gefällt mir. Ich gucke den schon etwas länger. Und ich kann euch nur empfehlen, da auch mal vorbeizuschauen. Die machen auch immer mal so eine Straßenumfrage. Und letztens habe ich ein Video gesehen, da haben sie irgendeiner Frau auf der Straße, mit der sind sie in der Parfümerie und die durfte sich einen Duft aussuchen und da gab es Tränen, weil die gerade alles verloren hatte. Es ist wirklich total toll, wie die das aufziehen, die zwei. Und ja, also Grüße gehen raus an die, die so toll kommentieren unter meinen Videos. Und ohne euch wird es mir nur halb so viel Spaß machen, bis gar kein Spaß. Okay, aber jetzt genug der Lobeshymnen. Jetzt starten wir doch heute mal mit dem Duft, den sich die meisten bis jetzt gewünscht haben. Und ich kann es verstehen. Es ist der Lyre. Ach, da komme ich gleich ins Schwärmen. Es ist aus der Casa Morati Linie der Lyre. Ja, so sieht die Verpackung aus. Schön. Hier auch wieder so ein Stoff, wie auch schon beim, ja, bei den ganzen Casa Moratis. So, hier ist er drin, das gute Stück. Wieder in dieser Flasche, die einem Tongefäß von damals nachempfunden wurde. Hier mit so einem, ja, Buschel, keine Ahnung. Und dieser Duft, Leute, ich glaube, es ist der schönste Gourmand, den ich kenne. Also, ich kenne viel Gourmands und ich mag Gourmand-Düfte schon immer und sie erwärmen die Seele und sind einfach fantastisch. Aber dieser Gourmand toppt sie eigentlich alle. Ich sprühe mal auf. Ach. Ich frage mich, wie man sowas Gutes kreieren kann. Es beginnt total spritzig. Für kurze Zeit ist es spritzig. Und zwar eine Blutorange. Und ich liebe diesen Auftakt. Ich weiß, dass es auch welche da draußen gibt, die mögen den Auftakt nicht und ich verstehe es nicht, weil ich liebe diesen Auftakt. Blutorange, dann ein bisschen Bergamotte, aber man merkt sofort, in welche Richtung das es geht. Es kommt Karamell durch, es riecht nach Kuchen und das riecht nach einem Butterkuchen. Das riecht nach Butter, das riecht nach Butter, die mit Zitrone und Keksteigkrümeln vermischt ist. Stellt euch flüssige Butter vor und so Butterkekse, die man zerkrümelt. Da haut man noch ein paar frische Zitronenschalen rein, vermischt es und macht irgendwelche Cake Pops draus. Ziemlich genau so riecht er. Und jetzt fragt man sich natürlich, will man so riechen? Und ja, man will so riechen, glaubt mir. Wenn ihr Gourmands mögt, ihr müsst ihn probieren. Holt euch mal eine Abfüllung, weil der ist so schön, der erwärmt einen wirklich. Herbst, Winter, der erwärmt einen das Herz. Also das ist wirklich ein Herzen, ein Seelenwärmer, dieser Duft. Der ist unisex angegeben.
wirkt auch auf der Männerhaut sehr schön, wenn, obgleich ich ihn bei Damen etwas schöner finde. Ich finde ihn tags und abends gut tragbar. Es kommen jetzt übrigens auch so Blüten durch. Was ist denn das? Eine Orangenblüte oder so? Ich blende es euch ein, ich weiß es auswendig nicht. Eine Rose ist drin. Die Rose ist sowas von im Hintergrund. Also wenn ihr keine Rosendüfte mögt, keine Sorge. Die Rose ist ganz, ganz, ganz dezent im Hintergrund. Der riecht einfach nur wunder, wunder, wunderschön. Ich habe ihn letztens abends getragen. Vielleicht vor 2 Wochen auf einem... Ich bin auf einer Party gewesen abends. Und ich hatte irgendwie so Bock auf Lira. Ich habe ihn getragen und das erste Kompliment, das an dem Tag kam, war von einem Mann. Und den kenne ich gut und er sagte, boah, wie gut riechst du bitte? Nach was riechst du? Du riechst, da habe ich gesagt, ja, nach was rieche ich denn? Beschreib doch mal. Und dann hat er gesagt, du riechst wie gebrannte Mandeln irgendwie. Gebrannte Mandeln nur noch besser. Also das war auch so dieses... Der riecht echt nach Essen. Also wenn ihr das nicht mögt, wenn ihr sagt, nee, ich will nicht nach irgendwie so ein bisschen Essbarem riechen, dann ist das, glaube ich, nichts für euch, weil der riecht schon essbar. Wunderschön, wunderschön essbar allerdings. Haltbarkeit, super. Also das ist ein Kracher. Der hält euch wirklich eure 12 Stunden. Also bei mir hält der, wenn ich den morgens auftrage, hält der 12 Stunden. Mir ist es eher nach einer gewissen Zeit zu viel. Also wenn ich jetzt hier 6 Sprühe auftragen würde, ich glaube, dann wäre es mir schon nach 5, 6 Stunden, würde ich mich nach was Frischem sehnen. Tatsächlich, weil der so extrem performt. Also ihr dürft da mit der Sprühfrequenz ein bisschen runterfahren. Auch ja. Die Sillage ist super. Ja, also das ist wirklich, ihr werdet wahrgenommen. Meine Theorie ist ja... Wenn man für so einen süßen, gourmandigen Duft kein Kompliment bekommt, meine persönliche Theorie, dann riecht ihn der Gegenüber einfach nicht. So, sonst muss man ein Kompliment geben. Genau. Ja, jetzt kommen wir doch mal zum Preis. Der Preis ist, der ist tatsächlich teuer. Also, ich meine, für das, dass es nur ein Gourmand ist, aber was für einer, kostet der halt auch wie alle Casa Moratis so seine 250 Euro. Aber guckt auch mal im Angebot. Da gibt es ihn öfter auch ein bisschen günstiger. Es gibt ihn allerdings auch in 30 Milliliter. Da kostet er 95 Euro. Und gestern hat mir sogar ein lieber aus der Community drunter geschrieben, dass es ihn wohl für um die 75 gibt. Also das ist ja natürlich schon mal ein Preis, den man sich mal antun kann, wenn man denn diesen Duft so schön findet, wie ich ihn finde. Wenn du jetzt sagst, also bei aller Liebe und so gut kann der gar nicht sein, ich kaufe mir keinen Duft für diesen Preis, dann habe ich wieder eine günstige Alternative für dich. Es ist kein Duftzwilling, aber er geht sehr in die gleiche Richtung und zwar von Lolita Lempicka, der Lolita Land. Ja, der geht sehr, sehr stark in die Richtung und im Drydown merkt man kaum einen Unterschied. Da muss ich wirklich sagen, der kostet 80 Milliliter um die 30 Euro. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja, das ist natürlich schon ein Unterschied. Und der tut's halt auch, gell? Also, der riecht schon ein bisschen anders. Der riecht ein bisschen lavendeliger. Obwohl auch beim Lira Lavendel drin ist. Ich finde den immer so ein bisschen lavendeliger, was überhaupt nicht schlimm ist. Also auch ein toller Duft. Sonst hätte ich ihn mir auch nicht gekauft. Und der kommt im Drydown den Lira relativ nah. Ah, ist ein super, also auch ein wunderschöner Duft. Den stelle ich euch extra mal vor. Weil, noch mein kleiner Spoiler, den hat kein Geringerer gemacht als Francis Kürkçan, der Baccarat Rouge oder Apom.
oder wie sie alle heißen gemacht hat. Also echt ein schöner Duft und zu einem unschlagbaren Preis, wie ich finde, für 80 Milliliter 30 Euro. Ja, der kommt ihm schon ein bisschen nah. Aber der Lira riecht viel buttriger, viel facettenreicher, vielschichtiger. Also ich meine, man merkt halt den Unterschied schon. Das, so ehrlich bin ich, ich bin ja immer sowieso ehrlich, aber so ehrlich muss ich auch in diesem Vergleich sein. Lira ist nochmal eine ganz andere Liga. Ach, was nehmen wir denn morgen für einen Xerschoff? Ich habe ja schon was im Kopf. Habt ihr noch eine Idee, welchen Xerschoff möchtet ihr die nächsten 4 Tage denn noch sehen? Ich habe schon was im Kopf, aber ich bin auch immer flexibel und ihr dürft mir gerne eure Vorschläge unten reinstellen. Und wenn ihr kein Video verpassen möchtet, dann abonniert mich doch gerne. Ich freue mich total drüber, dann verpasst ihr auch keins solcher Videos. Und guckt doch mal oben in der Info, in diesem runden Kreis, da könnt ihr die ganzen Videos sehen, die wir jetzt zu Xerschoff schon gedreht haben. Alles klar und bis morgen. Ich freue mich schon auf den nächsten Xerschoff mit euch. Bis dann. Ciao, eure Melanie.